Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem Let's Read. Und heute gibt es wieder ein sehr kurzes Let's Read. Ich habe da schon reingeguckt, es sind nur zwei Seiten. Also drei, also insgesamt vier. Okay. Ja. Bisschen blöd, aber ist heute vielleicht gar nicht so schlecht, weil... ihr wisst ja, vielleicht haben das einige von euch mitbekommen, egal bei welchem Spiel oder so, was ihr vielleicht auch guckt, bei Let's Read jetzt nicht so, aber bei anderen Spielen. Irgendwie spackt momentan irgendwas bei mir rum, ob es Aufnahmegerät ist, ob Mikrofon ist, ob es mein PC ist. Immer setzt irgendwas aus und dann muss ich halt immer irgendwie gucken, dass alles gleichzeitig läuft und meistens ist das dann nicht der Fall. Und dann ja, bin ich ein bisschen angepisst und so und ja. Aber ich hoffe, das geht jetzt soweit ganz gut. Maluris Tagebuch. Ja, wie gesagt, vier Seiten. Wird schnell vorbei sein. Ich hatte Glück, dass ich sie überzeugen konnte, mich aus den Toren von Bruma herauszulassen. Zeit, Cyrodiil zu verlassen. Himmelsrand, nicht zu übel, wenn einem der Geruch von Mammuts nichts macht. Vielleicht kann ich die Forschung vergessen, den Auftrag vergessen. Die Luft hier ist rein. Karawanen brachten Fragen mit. Früher oder später werden sie aufholen. Geld wird nichts nützen. Brauche etwas Zwergenschrott, um sie zu besänftigen. Aber wie? Makar war vielversprechend, aber verschlossen und verriegelt. Und ich bin kein Dieb. Muss eine andere Möglichkeit finden. Wegelagerer haben den Pfarrer getötet und versuchen, mich auszurauben. Vivek muss mit mir gewesen sein. Ich konnte sie überzeugen, für mich zu arbeiten und die Zwergenruinen auszugraben, in denen sie ihr Lager aufgeschlagen hatten. Jedenfalls sicherer als die Städte. Diese Banditen sind dumm, aber hier unten wird mich niemand finden. Habe tatsächlich einige Artefakte gefunden. Muss versuchen, einen Käufer zu finden. Vielleicht verdiene ich tatsächlich genug, um diese Dummköpfe für ihre Arbeit zu zahlen, was ich versprochen habe. Kann nicht zurück nach Makav gehen, bleibe zunächst in den Ruinen. Was ist mein nächster Schritt? Ja, Maluril, wahrscheinlich. Keine Ahnung mehr, wer das war. Ich hoffe, ihr wisst das noch. Ansonsten könnt ihr mir das ja mal schreiben, weil dann fällt es mir vielleicht wieder ein. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, ist vielleicht gar nicht mal so gut. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht und... wir sehen uns morgen bei einem anderen Tagebuch, glaube ich, wieder. Also wird wieder höchstwahrscheinlich was Kürzeres werden, aber morgen ist das gar nicht so schlimm, weil ich habe morgen 9 Stunden Schule und da habe ich echt nicht so viel Lust, noch so viel aufzunehmen. Deshalb hoffentlich ist das okay für euch. Ja, und ich sage bis morgen. Tschüss.